Hi Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich testen, ob eine der KIs eine zentrale Abschlussprüfung mit einem Klick bestehen kann. Als Vorlage nehmen wir die Generalprobe der 10. Klasse für den Realschulabschluss 2023 von der YouTuberin Magda liebt Mathe. Magda hilft Schülern in Form von YouTube-Videos, indem sie Matheaufgaben leicht verständlich erklärt. Also wenn du Schüler bist und anständig Mathe lernen willst, dann schau bei Magda auf jeden Fall vorbei. So, um diese PDF-Datei handelt es sich. Hier sehen wir schon, es fängt mit leichteren Aufgaben an. Genau, und dann wird es komplexer in der Geometrie. Hier wird es natürlich auch interessant sein zu sehen, ob die KI schon die Bilder auslesen und vor allem verstehen kann. Genau, also es wird auf jeden Fall auch ziemlich komplex hier unten. Dann schauen wir mal. Ich stelle euch erstmal die Konkurrenten vor, die ins Rennen gehen. Einmal haben wir ChatGPT, kennt wahrscheinlich jeder von euch. Wir nutzen hier die Plus-Version, benutzen Plugins und einen PDF-Reader. Hier müssen wir dann einfach die PDF-URL angeben und ich habe hier schon einen Prompt vorbereitet. Der heißt, du bist Mathe-Profi, lies die komplette PDF-Datei, löse alle Aufgaben der Matheprüfung im Anhang nacheinander mit Lösungsweg. Schreibe es direkt, komplett, ohne Zwischenfragen. Genau, den habe ich in diese beiden auch kopiert. Das ist einmal Microsoft Bing. Den kann jeder nutzen, der den Microsoft Edge Browser benutzt. Hier ist im Prinzip auch ChatGPT integriert, nur das Ganze ist eben auch mit Internetzugriff. Deshalb sollte er eigentlich auf die PDF zugreifen können. Und ja, ich nutze Bing eigentlich nie. Ich finde einfach, diese Aufbereitung bringt mich in meinem Workflow nicht weiter. Aber mal sehen, vielleicht überrascht es uns ja. Dann haben wir als nächstes den neu erschienenen Chatbot von Google, Google Bard. Ist jetzt auch in Deutschland verfügbar, deshalb haben wir hier auch den gleichen Prompt. Hat natürlich auch Zugriff aufs Internet, hat erfahrungsgemäß jetzt aber größtenteils überhaupt nicht funktioniert. Also hier wäre ich überrascht, wenn er das schafft. Last but not least haben wir Claude AI. Der Chatbot ist eigentlich offiziell noch nicht verfügbar in Europa. Hier nutzen wir den Opera Browser mit integrierter VPN-Verbindung. Und haben unseren Standort hier in Amerika. Das heißt, so können wir jetzt schon auf Claude zugreifen. Dieser Bot kann auch Deutsch, also schauen wir mal, ob er das kann. Hier können wir auch Dateien hochladen, deshalb habe ich hier die PDF-Datei auch angehangen. Darauf soll er sich dann eben beziehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, ich werde jetzt die Stoppuhr starten und sobald das passiert, werde ich hier überall die Prompts abschicken. Und ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Das ist auf jeden Fall der erste Versuch. Okay, Bing hat schon mal versagt, kann keine lesen. So, Bart hat sich auch schon beschwert. Hier passiert gar nichts. Okay, so, ChatGPT arbeitet auf jeden Fall. Google Bart, ja, ist kein Mathematiker und kann es nicht lösen. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Also die beiden sind auf jeden Fall schon mal raus. Bleiben noch ChatGPT und Claude ist, glaube ich, am Arbeiten. Wir schauen jetzt mal. Dann ziehen wir die mal zusammen. Oh, fahre fort. Obwohl ich ihm gesagt habe, er soll direkt alles lösen. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Oha, Moment. Wir machen mal Stopp. Hier haben wir auf jeden Fall einige Lösungen bekommen. Haben wir 1 Minute 31. So, ChatGPT ist noch am Arbeiten. Das sieht auf jeden Fall vollständig aus. Sehr übersichtlich. Mit Lösungsweg, gefällt mir. Ah ja, aber das funktioniert auch sehr gut. Achso, wichtig zu erwähnen ist noch, dass wir auf dieses Feature nur zugreifen können, wenn wir die Plus-Version von ChatGPT haben. Die kostet inklusive Mehrwertsteuer ungefähr 20 Euro pro Monat. Nur so hast du dementsprechend Zugriff aufs Internet über diese Plugins. Genau, und Claude AI ist derzeit noch for free. Also das kann jeder nutzen, der eben in den USA sitzt
oder eben einen VPN besitzt. Bitte du dies. Aber das sieht auch sehr, sehr schön aus hier. Wir müssen jetzt nun mal gleich dann auch die Ergebnisse kontrollieren. Das Kunstwerk in Frankfurt. Sind wir da noch richtig? Aufgabe 2. Ah ja. So, hier muss man ihm dann nochmal einen kleinen Schubser von hinten geben, damit er weitermacht. Genau, und hier kann man auch sehen, was er genau ausliest. Genau, er nimmt die URL und hier sehen wir, was er aus dieser URL zieht. Das ist eben dann der Inhalt. So, ChatGPT hat jetzt hier am Ende gesagt, dass es noch weitere Aufgaben gibt. Das stimmt aber nicht. Und ja, dann scheint er einfach nur noch Aufgaben zu erfinden. Das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen. So, dementsprechend können wir das ignorieren und ja, kommen wir zu den Lösungen. Die Lösungen sind auf dem YouTube-Kanal von Lehrer Heiß. So, dann schauen wir uns die Lösungen mal an. So, kommen wir zur Auswertung. Ich habe jetzt hier ein Google-Sheet erstellt und einfach mal ganz simpel gesagt, jede richtige Antwort gibt einen Punkt, jede falsche keinen. Und am Ende schauen wir, wie viele Fragen richtig beantwortet wurden und wie viel Prozent wir am Ende richtig haben. So, das ist jetzt etwas Arbeit. Ich werde das einfach im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen. So, kurze Einblendung bei Aufgabe 3. Also es stellt sich raus, dass beide nichts mit diesem Bild anfangen konnten und einfach komplett halluziniert haben. Gerade Cloud AI will es uns für 2250 Euro verkaufen. So, also soweit ist die Erkennung jetzt noch nicht. Weiter geht's. Hey Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. So, bei der Aufgabe bin ich mir nicht wirklich sicher, aber beide sagen, dass es denselben Graphen beschreibt. Also geben wir mal den Punkt. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. So, ich wollte schon immer mal Arbeiten bewerten. Also, du siehst, bei Claude ist das, denke ich, eine 4 und bei ChatGPT eine 3. Damit ist es der Gewinner. Ich muss dazu sagen, dass die Brüche einfach noch nicht richtig gelesen werden können, wodurch eben einige Aufgaben falsch waren. Aber hier ging es wirklich um den Test, wie weit man mittlerweile mit einem Klick bzw. mit einem Prompt kommen kann. Der Code Interpreter von ChatGPT kann Brüche und Funktionen mittlerweile lesen und ich kann gerne mal ein Folgevideo mit weiteren Tests machen. Nochmal, das soll keine Anleitung zum Cheaten sein, sondern einfach eine Art Studie, die zeigen soll, wie weit KI mittlerweile ist. Schüler werden diese Tools sowieso nutzen und Lehrer erst recht. Daher müssen wir eher überlegen, inwiefern das Schulsystem überarbeitet werden muss, wenn man davon ausgeht, dass Informationen jederzeit im Überfluss auf Knopfdruck verfügbar sein werden. Es ist doch nicht verkehrt, wenn ich ein Tool habe, das mir bei Bedarf die Rechenwege aufzeigt und mir Dinge erklärt, bei denen man gerade nicht weiterkommt. Was denkst du darüber? Ich sage, dass es noch dieses Jahr möglich sein wird, diese Arbeit fehlerfrei durch die KI in wenig Zeit lösen zu lassen. Wenn das Video Lehrer sehen sollten, eure Meinung wäre auch super interessant. Ansonsten leitet es auch gerne an Lehrer weiter, die einen YouTube-Account besitzen. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten und weitere Dinge testen. Wenn du keine KI-Action verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal und schau auf dem neuen Künstliche Intelligenz Deutschland-Discord vorbei. Danke fürs Zuschauen!